Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Geheimgang-Tutorial. Und wenn du wissen möchtest, wie du zum Beispiel hier in so einer großen Bibliothek so einen Geheimgang im Boden bauen kannst, dann bleib dran, denn ich zeig's dir jetzt. So, für unseren Geheimgang im Boden brauchen wir erstmal ein großes Loch. Und zwar 1, 2, 3 breit und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lang. 9 lang, 3 breit, dann das Ganze nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 tief in die Erde. Ich habe jetzt extra mal alles mit den gleichen Blöcken drumherum gemacht, damit man das besser abzählen kann. Man kann natürlich den Boden noch aus Holz machen, aber wir hüpfen jetzt erstmal hier unten rein und sehen schon dann hier rechts. Lassen wir einen frei in der Mitte und machen dann hier 1, 2, 3 Sticky Pistons hin, auf die dann 3 Slime-Blöcke kommen. Das wird unser Fahrstuhl hier, der dann den Boden auf und zu macht. Auf die 3 Schleimblöcke setzen wir das Holz unserer Wahl oder den Stoff unserer Wahl, der dann hier oben mit dem Boden gleich wird. Wir nehmen die Farben jetzt extra so, damit wir da jetzt einen Unterschied sehen oder besser sehen können, wie wir bauen müssen. Jetzt gehen wir hier hin und setzen einen Block mit einem Redstone drauf. So, gehen eins nach vorne. 1, 2 bauen wir. Hier bauen wir wieder eins hin und setzen hier jetzt einen Repeater drauf mit einmal klicken bitte. Als nächstes nehmen wir hier Grundgestein oder Öfen. Wichtig ist, dass die Blöcke sich nicht bewegen lassen wegen den Slimeblöcken. Setzen hier vor wieder einmal Holz mit einem Repeater drauf mit einmal klicken. Als nächstes machen wir hier 1, 2, 3, 4 mal Holz oder was auch immer du hast. Oder benutzt. Eins hoch und gehen dann hier, lassen wir eins frei, gehen noch eins hoch und setzen hier an die Wand einen Klotz. Jetzt gehen wir hin, machen hier an die Seite eine Redstone-Fackel und verbinden das Ganze mit Redstone hier. Wir sehen schon, funktioniert super. Und flubbeldibub, schon fährt sich etwas hier aus. Nicht alles, aber es fährt sich etwas aus. So, jetzt gehen wir hier hin, benutzen wieder ein Immovable Block, also Grundgestein, Öfen oder sonst was. Setzen den hier dran. Gehen hier runter, unten drunter, einmal einen Block und hier einen Block und reißen den wieder ab. Das ist wichtig, sonst, wenn er runtergeht, ne, funktioniert das Ganze nicht mehr. Wegen den Slime-Blöcken wieder. Einen darf, na, doch, lass mal gerade gucken. Jetzt muss ich selber mal kurz überlegen. Einen hierhin, einen dorthin und zwei hierhin. Auch wunderbar, funktioniert. Hier nochmal eine Redstone-Fackel an die andere Seite. Und wieder dasselbe Spiel mit dem Redstone. Zack, hier kommt aber kein Redstone hin, denn hier kommt noch ein Repeater hin mit 4 Ticks. Wichtig. Als nächstes machen wir hier nochmal einen Block hin, denn wir sehen, hier hat sich das Ganze verbunden, das wollen wir nicht. Also unterbinden wir das Ganze. Gehen hier in das Loch, einmal Holz rein oder wie gesagt, den Block, den du verwendest. Ein Repeater, ebenfalls mit 4 Ticks. So, jetzt könnten wir das Ganze mal testen, ob das funktioniert mit einem Hebel. Einfach um zu gucken, ob es so funktioniert, wie wir das wollen. Slimeblöcke brauchen wir gerade nicht mehr. Nehmen den Hebel, hauen den einmal hier drauf. Aus, alles unten. Wunderbar. Okay, funktioniert soweit, aber noch nicht ganz oben. Das heißt, hier hinten fehlt noch einer. Hier gehen wir jetzt hin. Wieder einmal Block und jetzt nehmen wir zweimal Slabs, damit wir hier nicht drankommen und können hier hinten wieder normal die Blöcke nehmen. Auch einmal drauf, flop, 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 flop und das Ganze ist miteinander verbunden. Juhu! Das ist schon soweit unsere Vorrichtung, um das Ganze rauf und runter zu fahren. So, geht runter, geht's jetzt komplett hoch? Jawohl, jetzt geht's auch komplett hoch. Aber jetzt können wir natürlich nicht immer ein Loch hier in die Erde buddeln, um an den Schalter zu kommen. Das wollen wir nicht. Deswegen machen wir mal aus hier gerade oder lassen wir an, ist eigentlich egal. Deswegen kommen wir jetzt zu Schritt 2. Dafür brauchen wir Folgendes. Und zwar brauchen wir da eine Truhe als allererstes. Die werden wir wie folgt setzen. Wir stellen uns hier auf unser Grundgestein und hier über den Repeater einmal mit Shift, up, nicht da, sondern hier bitte, eine Kiste bauen. Jetzt gehen wir hin, machen hinter der Kiste nochmal einen Block und setzen hier drauf noch einen Block. Und hier rein setzen wir jetzt einen Comparator. Blubbeldibub.
Dann setzen wir auf die Kiste Folgendes, und zwar ein Trichter. Der ist auch wichtig. Ich denke mal, du weißt schon, wohin es geht. Auf die Kiste. Jetzt setzen wir auf die Kiste wieder auf den Trichter einen Block. Müssen wir hier raus. Hier, das ist jetzt nur zur Hilfestellung. Jetzt nehmen wir Schienen. Und eine Trichterlore brauchen wir wieder. Zack, bauen wir Schienen. Den kannst du da abreißen. Gib mir die mal, nicht, dass sie da rumfliegen. So. App. Setzen hier eine Lore drauf, reißen den Block wieder ab. Und wir sehen schon, die Lore hat das Ganze in die Kiste gepackt. Der sendet das Signal hier rüber, macht an, fährt runter. Genial, oder? Die darf sich nicht bewegen. Wenn die sich hier verschiebt, müsste das alles wieder neu machen. Deswegen nicht mit Slabs, sondern mit ganzen Blöcken. Bauen wir die jetzt mal wieder ein. Dup, dup, dup. Dup, dup, dup. Und dup. Sieht natürlich blöd aus hier, wenn da so eine Lore im Boden ist. Deswegen gehen wir gerade hin. Tun wieder mit einer normalen Piste das Ganze einfach kurz reinschieben. Und dann geht er da auch wieder. So, einmal drauf, zack, Block reingeschoben. Jetzt müssen wir nur noch aufräumen hier, und zwar mit Fichtenholz. Und polierter Andesit war es, glaube ich. Gucken wir mal. Jawohl, passt. So, schon ist das Ganze verschwunden. Jetzt müssen wir natürlich hier runtergehen und hier das rausholen aus der Truhe. Nehmen wir es raus, fahren wir hoch. Sieht man. Schmeißen wir mal was rein. Fahren wir runter. Cool, oder? So funktioniert das Ganze. Jetzt können wir das hier noch. Wo ist unser Fichtenholz? Hallo. Fichtenholz, Fichtenholz. So. Machen wir das hier noch zu, dass das keiner sieht. Natürlich ist das jetzt zu Testzwecken, sieht man das. Aber wenn hier alles Holz ist, siehst du das natürlich nicht. Machen hier oben noch Holz drumrum. So. Und schon ist der Geheimgang verschwunden. Blup. Wir fahren runter. Juhu, sehr cool. Jetzt ist das hier natürlich noch nicht schön, das können wir jetzt noch schön machen. Du musst nur dran denken, hier drumherum bitte Immovable Blocks, also Grundgestein, Öfen oder sonst was zu nehmen. Denn sonst funktioniert das nicht und dann wäre das schade. Geh mal hier hin, hier kann das noch hin, hier und hier. Jetzt können wir das hier noch zumachen. So zu, dahinter können wir auch noch einen machen, so zu machen und schon hast du den kompletten Raum. Jetzt kannst du hier an der Seite eine Türe machen, wo du dann eine Treppe runter machst in deinen Geheimgang oder sonst was. Wenn du raus, wieder raus willst, zack, einfach Item aus der Truhe nehmen, du fährst wieder hoch. Wenn du kommst und in deinen Geheimgang willst, was da hinschmeißen, du fährst runter. Und wieder oben. Hui. Unten. Oben. Genial, oder? Ich hoffe, dir hat dieser Geheimgang unter in dem Boden gefallen. Wenn ja, lass einen Daumen hoch da. Wenn du noch andere sehen möchtest, dann schreib es einfach in die Kommentare. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und sage Ciao mit V. Bis zum nächsten Geheimgang. Euer Ede.